Der Rot-Rote Senat hat gezeigt, wie man auch sozusagen als nominell linker Senat extrem investorenfreundliche Politik machen kann, die sich von einer schwarz-gelben Regierung eigentlich nicht unterscheidet. Wir haben im Internet, gab so eine Befragung mit der Fragestellung, was muss getan werden, damit es weiter bezahlbare Wohnungen gibt. Da haben die unterschiedlichen Parteien darauf geantwortet. Ich werde da mal ein paar Zitate rausziehen. Die SPD meint, die Aufwertung von Kiezen mit dem Ziel einer stabilen sozialen Mischung sollte nicht als Gentrifizierung verteufelt werden. Sie meinen also, die englische Übersetzung des Wortes Aufwertung sollte man lieber nicht verwenden, weil es dann ja irgendwie so schlecht wirken würde. Und sie sprechen auch ganz klar an, was mit der Aufwertung bezweckt wird, nämlich eine stabile soziale Mischung. Also die Verdrängung von ärmeren Leuten, also Kiezen, wo halt viele Menschen mit geringem Einkommen gewohnt haben, soll es halt nicht mehr geben. Und in Prenzlauer Berg sieht man ja, wo es halt führt. Also keine Mischung von Menschen mit geringem und hohem Einkommen, sondern halt nur eine Monokultur für Mittelklasse oder Oberschicht. Die SPD hat dann noch einen guten Vorschlag, was sie denn gegen die steigenden Mieten tut. Eine Bundesratsinitiative Berlins zur Eindämmung von Mieterhöhungen wurde auf den Weg gebracht. Wer die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat kennt, weiß, dass es natürlich eine reine Verarschung ist. Und die SPD hat nicht vor, irgendetwas zu ändern und wird weiter daran arbeiten, dass die Innenstadt von Berlin für viele Menschen bald zu einem No-Go oder sozusagen zu einem Quartier wird, wo sie nicht mehr wohnen können, wo sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Es kam jetzt ja sogar raus, dass zum Beispiel, also anhand der Wohnungsbaugesellschaft BBM, dass dort gezielt Mieterhöhungen bis auf nach der Wahl zurückgehalten werden, damit die jetzt der SPD nicht noch die Wahl verhageln.